Bresk. Bresk. Gibt's nicht? Gibt's doch. Na, Bent, heute stelle ich euch ein weiteres Spiel aus dem Hause Jumbo vor. Die haben ja dieses Jahr ein paar kleine, feine Spiele rausgehauen. Es geht um Bresk von Franz und Milan de Bovere. Bovere? Entschuldigung, Franz und Milan. Tut mir wirklich sehr leid. Ab 10 Jahren, 30 Minuten soll es ungefähr gehen, 2 bis 5 Spieler. Hier steht, das Spiel ist eher glückslastig. Ist es auch, aber man muss auch ganz schön denken. Was ist drin? Wieder mal eine dicke Anleitung. Und ein fetter Block. Können wir, wenn wir wollen, hier oben seinen Namen eintragen. So, netterweise hat Jumbo auch bei diesem Spiel hier reichlich Bleistifte reingelegt. Einen fetten W. Weiß ich gar nicht, was das ist. Und einen Würfel, einen Sechsseiter, auch riesig groß. Entschuldigt bitte jetzt schon das Klappergeräusch. Es ist ein bisschen wie Scrabble oder wie Gitterrätsel oder Kreuzworträtsel. Man versucht möglichst viele Worte hier unterzubringen und das läuft folgendermaßen. Man hat das jetzt. Dieser Würfel, der ist ein bisschen mistig, weil der würfelt immer das Gleiche. Ich weiß nicht, ob das Absicht ist oder. So, 0 ist natürlich richtig Mist, da darf man nämlich gar nichts tun. Der nächste Spieler ist dran. 3. Hurra, ich habe eine 3 gewürfelt. Ganz zufällig. Ich darf mir jetzt 3 Buchstaben ausdenken. Wahllos, irgendwelche. ABC, MNO oder ein Leerzeichen. Das trage ich hier ein. Und alle anderen tragen sich das auch ein und versuchen das jetzt auf diesem Gitter einzubauen. Diese 3 Buchstaben bzw. Leerzeichen, die ich gemacht habe, damit hier im Laufe des Spiels Worte entstehen. Man kann die Buchstaben wirklich vollkommen frei verteilen. Wichtig ist, damit Worte am Ende zählen, müssen sie am Ende ein Leerzeichen haben oder eben am Rand enden und da müssen sie aber am Anfang ein Leerzeichen haben oder sie gehen natürlich über die ganze Zeile. Respekt. Worte, die quasi in ein anderes übergehen oder so, zählen leider blöderweise nicht. Das gleiche jetzt auch noch mit einem Buchstaben oder mit 2 Buchstaben, die ich mir aussuchen darf. Wenn ich einen Bresk würfle, dann kommt dieser fette Schneeball hier ins Spiel. Da sind ganz viele Buchstaben drauf und auch ein paar freie Zeichen. Mit dem würfle ich auch. Achtung, Ohren zu. Rums. Auch der würfelt auf magische Weise oft das gleiche. Jetzt darf ich mir keinen Buchstaben aussuchen, sondern alle müssen ein U eintragen. Auch das nicht vergessen, das vergisst man gerne, wird hier eingetragen und natürlich auch da eingetragen. Wenn hier voll ist, sollte da auch voll sein und das Spiel ist zu Ende. Da wird geguckt, für jeden Buchstaben, den ich in ein sinnvolles Wort gepackt habe, kriege ich Punkte. Das wird hier horizontal und vertikal geguckt. Nicht diagonal, nicht rückwärts, sondern wirklich nur horizontal und vertikal. Anschließend kriegt man noch extra Punkte für die meisten Wörter und extra Punkte für das längste Wort. Umgekehrt hier, für das längste Wort und für die meisten Wörter ergibt dann eine Gesamtpunktzahl, ist am Ende ein bisschen Rechnerei und dann ist das Spiel auch schon vorbei. Erschreckend knifflig, muss ich zugeben, ist Bresk von Franz und Milan de Bovere. Bovere? Ich weiß es leider nicht. Aber auch eine Herausforderung, die wir zumindest jetzt hier schon ein paar Mal gerne angenommen haben. Bresk. Vielen Dank. Der Frank.